Hallo liebe Wohnmobilfreunde und liebe Mitreisenden. Hallo. Wir sind auf dem Weg zu unserer Herbsttour bei wunderschönem Wetter. Wir haben 20 Grad Außentemperatur und sind auf dem Weg Richtung Erfurt. Wir melden uns auf jeden Fall von unserer Tour, von unserer Herbsttour durch den Thüringer Wald bzw. durch den Harz. Wir melden uns von dem ersten Stellplatz ganz kurz mal. Mal sehen, was das für ein Stellplatz ist. Wir melden uns auf jeden Fall nach dem Intro. Viel Spaß, bleibt dran, bis gleich. Gar nicht sagen, was ich am Freitag machen will, wenn wir Glück haben. Wo stehen wir? Wir sind natürlich wieder in Thüringen. Mit unseren Freunden aus Sachsen in Erfurt. Erfurt. Morgen ist der Oberknaller, morgen gibt es Shoppingtour. Yeah! Mit Mädels. Oh! Das heißt, die Apple Watch muss viel drücken. Oh, wir tragen die Beutel. Wir müssen morgen schwer schleppen. Wir tragen die Beutel, nicht da. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Hallo liebe Wohnmobilfreunde, schön, dass ihr bisher dran geblieben seid. Jetzt sind wir hier auf einem Stellplatz und zwar in Erfurt. Wir zeigen es euch mal. Wir haben hier im Hintergrund den Wohnmobilstellplatz Trautmann. Wir zeigen euch ganz kurz einmal den Stellplatz. Ja, die Einfahrt zum Stellplatz haben wir euch ja schon gefilmt. Ihr kommt hier
die Straße reingefahren und dann haben wir hier auf der linken Seite den Stellplatz, den Wohnmobilstellplatz Trautmann. Bevor ihr den Stellplatz befahrt, müsst ihr euch hier oben hier auf der rechten Seite im dritten Haus anmelden. Da ist die Rezeption und da erfahrt ihr auch, ob ihr einen Stellplatz bekommt. Genau hier müsst ihr euch anmelden. Und wenn ihr euch angemeldet habt, dann bekommt ihr einen Platz zugewiesen und dann könnt ihr hier diesen Stellplatz befahren. Von den Preisen her, wir haben hier die Dusche 1,50 Euro. Wir haben Ver- und Entsorgung, Strom. Ich zeige euch am besten mal die Liste. Was ein wenig unglücklich gelöst worden ist, hier auf dem Stellplatz, ist die Grauwasserentsorgung. Das zeige ich euch einmal. Wir haben hier eine leichte Auffahrt und an der leichten Auffahrt haben wir hier einen Gulli und hier haben wir dann die Grauwasserentsorgung. Das steht auch dran hier. Hier haben wir die Grauwasserentsorgung. Man müsste mit dem Reisemobil im Grunde genommen hier ranfahren und hier das Grauwasser entleeren. Natürlich haben wir hier auch einen Schlauch mit an auf dem Stellplatz, 100 Liter, 1 Euro kann man befüllen und die WC-Kassettenentleerung separat mit Schlauch. Ist auch so jetzt hier installiert, dass man mit dem WC-Schlauch nicht Frischwasser auffüllen kann. Ja, und wir stehen auf der dritten Ebene, wie man sehen kann. Wir stehen hier wunderbar, wir haben hier Sat-Empfang auch. Für diejenigen, die es interessiert, was hier natürlich auch mit dabei ist bei dem Stellplatz, ist WLAN. Also wir haben auf dem Stellplatz WLAN. Das sieht man hier auch hier oben. Denn dieser Stellplatz ist videoüberwacht. Darüber werdet ihr auch informiert, wenn ihr hier anreist. Und diese Videoüberwachung, da müsst ihr zustimmen. Ist zu eurer Sicherheit, zu unserer Sicherheit und an den Masten, wo die Videoüberwachung installiert ist, da sind auch die WLAN-Repeater installiert. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, das war es ganz einmal ganz kurz hier von dem Stellplatz Trautmann in Erfurt. Ganz kurz mal die Infos. Wir sehen, wir fahren weiter, unsere Herbsttour geht weiter und wir sehen uns natürlich auf dem nächsten Stellplatz. Bleibt dran, bis dahin.